Hallo, schön, dass Sie dabei sind bei der Hessenschau heute am Freitag, dem 29. Oktober. Und das sage ich ganz bewusst dazu, damit Sie nicht durcheinander kommen, denn heute hat der erste Weihnachtsmarkt aufgemacht. Wir schalten da gleich live hin. Und was anderes, aber auch Besonderes, im Rhein-Main-Gebiet gibt es öffentliche Verkehrsmittel, die bis an die eigene Haustür ranfahren. Aber erstmal geht es um etwas ganz anderes, den sogenannten Islamischen Staat. Im Kern ist das eine Truppe radikaler Männer. Aber auch Frauen gehören dazu. Und von ihnen sind inzwischen einige nach Deutschland zurückgekehrt. Darunter die Frankfurterin Kim A. Sie war vor 7 Jahren mit ihrem damaligen Mann nach Syrien gegangen und hat später ziemlich viel preisgegeben über ihr Leben im Kalifat für ein gleichnamiges Buch. Ausgerechnet darauf stützte sich dann in Teilen die Anklage gegen sie. Heute wurde die 32-Jährige am Landgericht Frankfurt verurteilt. Die Verurteilte hat sich immer als Opfer beschrieben. Damals war ich zu schwach, habe anstatt Nein zu sagen, bei jeder Passkontrolle auf jeder Autobahn zwischen Frankfurt und Gaziantep gehofft, dass sie uns rauswinken, anhalten, durchsuchen, festnehmen und zurückschicken. Aber niemand hat uns aufgehalten auf unserem Weg zum IS. Mariam A. heißt eigentlich Kim A. Der Weg nach Syrien zum sogenannten Islamischen Staat und zurück hat sie letztlich vor ein deutsches Gericht geführt. Aber als das Urteil heute fällt, ist vielen immer noch nicht klar, wen die Richter da vor sich haben. Eine überzeugte Islamistin oder eine reuige Rückkehrerin, die den größten Fehler ihres Lebens begangen haben will, wie sie sagt. Bisher ist es uns ja kaum gelungen, die Kämpfer wirklich zur Verantwortung zu ziehen, sondern eigentlich immer nur die Partnerinnen. Und was ich damit zu tun habe, kann ich Ihnen auch sagen, sie wollte ja seit 2016 nach Deutschland, was nicht gelang. Und deshalb habe ich mich 2020 eingeschaltet. Darüber ist sie ja auch froh, dass sie wieder hier ist, jetzt unabhängig von dem Urteil. Durch das Buch war Linken-Politiker Gregor Gysi auf den Fall aufmerksam geworden. Damals war Kim A. noch in Syrien. Um Geld für ihre Rückkehr zu bekommen, habe sie ihre Geschichte an Journalisten verkauft. Das Buch liest sich so: Aus Liebe habe die Frankfurterin ihren Mann nach Syrien begleitet. Angewidert von den Gräueltaten des IS habe sie sich von ihm getrennt und sei untergetaucht. Ihre Schilderungen waren Teil der Anklage. Es war der erste Prozess gegen eine IS-Rückkehrerin in Frankfurt. Diese Verfahren zeichnen sich immer dadurch aus, dass sie sehr aufwendig sind, weil sie im Ausland befindliche Zeugen zum Beispiel benötigen. Und sicherlich hat dieses Verfahren auch mehr Aufmerksamkeit erfahren, weil die Angeklagte selbst sozusagen mit dem jetzt hier ihr vorgeworfenen Tatgeschehen zuvor an die Öffentlichkeit gegangen war. 4 Monate nach Prozessbeginn zeichnen die Richter heute ein ganz anderes Bild von Kim A. als das Buch. Sie habe ihren Mann überzeugt, nach Syrien auszureisen, um beim Aufbau eines Islamischen Staats zu helfen. Geflüchtet sei sie schließlich, weil gegnerische Truppen näher rückten. Sie sei also unter anderem schuldig, sich einer terroristischen Vereinigung angeschlossen zu haben. 4 Jahre muss sie nun wohl ins Gefängnis. Ihre Verteidigung überlegt noch, in Revision zu gehen. Ja, und zugeschaltet ist uns dazu aus Berlin Thomas Mücke vom Violence Prevention Network. Herr Mücke, Sie arbeiten mit Menschen, die zu Extremisten geworden sind und versuchen sie zu deradikalisieren. Erstmal guten Abend. Guten Abend. Ja, wie könnten denn Menschen, die mit dem IS sympathisieren, dieses Urteil jetzt heute aufgenommen haben? Wird das genügend abschrecken, sich dem IS anzuschließen? Es hat keine abschreckende Wirkung, weil diese Menschen, die in diesen extremistischen Szenen sind und ideologisiert sind, die lehnen ja diesen Staat und die Demokratie und damit auch die Rechtsordnung, die hiesige Rechtsordnung ab und werden es eher interpretieren als eine in ihrer kollektiven Opferdenken, dass sie weltweit verfolgt werden. Das werden sie eher dafür instrumentalisieren. Aber für Menschen, die vielleicht zweifeln, kann so ein Urteil vielleicht nochmal das Nachdenken verstärken, ob es wirklich das Richtige ist, was da getan wird. Sie und Ihre Organisation haben schon vielen Menschen geholfen, von dieser Radikalität wegzukommen. Wie schwer ist so ein Schritt? Wir haben ja gerade auch im Beitrag gehört, es ist gar nicht so ganz klar, wie es zum Beispiel im Fall der Angeklagten in ihrem Kopf aussieht. Naja, also im Nachhinein hat ja die Angeklagte schon gesehen, dass es ein großer Fehler war und das wirkte auch authentisch, aber trotzdem besteht ja der Straftatbestand der Unterstützung einer terroristischen Organisation und der Mitgliedschaft und das ist ja heute auch dann dementsprechend auch, dann ist sie dafür auch zur Verantwortung gezogen worden. Aber
es lagen hier schon Selbstzweifel vor. Und das hilft natürlich für die weitere Entwicklung wieder zurück in die Gesellschaft, wenn die Menschen noch mal kurz innehalten und sich fragen, ist das wirklich das gewesen, was ich wirklich auch wollte? Und wenn ein wenig Selbstzweifel da ist, dann hat man einen sehr guten Boden dafür, dass man mit den Personen noch arbeiten kann. Also dann können Sie da gut ansetzen. Was kann die gesamte Gesellschaft denn tun, damit weniger Menschen in die Fänge von Radikalen gelangen? Ja, wir müssen etwas tun. Also wir hatten ja über 1000 Personen gehabt, die in die Kampfgebiete ausgereist sind und dort natürlich ein unsägliches Leid der dortigen Bevölkerung zugefügt haben. Das darf man nicht tatenlos zusehen. Und nun ist es so, dass natürlich, bevor so etwas passiert, werden ja diese Menschen von der extremistischen Szene angesprochen. Meistens über emotionale Bedürfnisbefriedigung wie Zugehörigkeit und du verfügst über die absolute Wahrheit. Und die Menschen haben sehr oft in ihrem Leben verschiedene Probleme gehabt, mit denen sie nicht mehr klargekommen sind. Und dafür müssen wir ein Auge offen haben. Aber wir müssen auch erkennen, Menschen radikalisieren sich nicht im Stillen, sondern das nimmt ein soziales Umfeld immer wahr. Und wenn so etwas wahrgenommen wird, dann ist es wichtig, möglichst schnell Hilfe auch in Anspruch zu nehmen. Wir haben überall im Bundesgebiet Beratungsstellen, die sofort reagieren können. Und dann kann man Schlimmeres auch verhindern. Da kann man sich zum Beispiel an Sie wenden, wenn man sowas mitbekommt im eigenen Umfeld oder auch an die Beratungsstelle Radikalisierung, die gehört zum Innenministerium. Vielen Dank für die interessanten Einschätzungen. Dankeschön. Dankeschön. Eltern lassen ihre Kinder morgens selbstbewusst alleine losziehen auf den Weg in die Grundschule. Aber was dann heute in Witzenhausen im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis passiert ist, das ist der schlimmstmögliche Fall, Claudia. Ja, ein furchtbarer Unfall hat sich dort ereignet. Ein Auto ist dort in eine Gruppe von 5 Kindern gefahren. Ein Kind starb, 2 wurden schwer verletzt. Die Schäden an diesem Wagen machen deutlich, welche Wucht in dem Unfall steckte. Gegen 8 Uhr am Morgen kommt ein 30-Jähriger aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er fährt in eine Gruppe aus 5 Kindern. Sie sind auf dem Weg zur nahegelegenen Grundschule. Ein Augenzeuge. Es war natürlich viel Aufregung. Teilweise waren die Eltern schon vor Ort von den betroffenen Kindern. Das wünscht man keinem. Am Nachmittag dann die traurige Gewissheit. Von den 3 schwer verletzten Kindern ist eines im Krankenhaus gestorben. Die anderen beiden Kinder sind natürlich auch noch in ärztlicher Betreuung, Versorgung. Zu dem Zustand kann man aktuell sagen, dass sie als schwer verletzt gelten, aber der Zustand nicht lebensbedrohlich ist. Auch der Fahrer des Wagens aus Witzenhausen wurde verletzt. Ermittler untersuchen derzeit, wie es zu dem Unfall mit Todesfolge kommen konnte. Ein vorläufiges Ergebnis wird erst in den nächsten Tagen erwartet. Vor 2 Tagen haben wir hier in der Hessenschau davon berichtet, dass der Werkzeugbau bei Opel in Rüsselsheim auslaufen wird. Darum ging es heute auch beim Bundesdeutschen Aktionstag der IG Metall. Die Verunsicherung ist groß heute in Frankfurt. Die Opel-Mutter Stellantis will angeblich die Werke in Rüsselsheim und Eisenach abtrennen. Das hieße, zum Unternehmen Opel würde keine eigene Autoproduktion mehr gehören. Die Produktionswerke aus dem Unternehmen herauszulösen. Das ist ein sehr, sehr tiefer Schnitt. Das geht ans Herz. Das ist die Operation am offenen Herz. Der Betriebsrat fürchtet eine Zerschlagung des einst stolzen Autobauers durch Konzernmutter Stellantis. Ich kann mir nur vorstellen, dass Stellantis die Fantasien hat, dass wenn es viele, viele kleine Einheiten sind, dass diese viele, vielen kleinen Einheiten leichter erpressbar sind. So deutlich will ich das an der Stelle sagen. Es geht da um Arbeitsbedingungen, ganz zuvorderst natürlich um Geld. Bin jetzt bald ausgelernt. Im Januar ist es soweit und ich überlege gerade, lohnt es sich noch umzuziehen Richtung Rüsselsheim? Trotz schwarzer Geschäftszahlen, der Schrumpf- und Sparkurs bei Opel geht weiter. Ein Studium zu ermöglichen, auch denen, die kein Abitur haben, das war eine der Gründungsideen der Universität Kassel. Sie ist außerdem schon immer besonders offen für Kinder mit, für Studierende mit Kindern, so rum. Dieses Foto aus der Mensa von damals beweist das auch ganz gut. Gestartet ist dieses bildungspolitische Experiment heute vor genau 50 Jahren. Praxisnähe war auch so ein Ziel und es sind auch echt praktische Dinge entwickelt worden. Ein bisschen Uni Kassel steht vor jeder Haustür. Die Biotonne entwickelt hier an der Universität.
Die Idee, biologischen Abfall zu kompostieren, wird hier schon 1982 erprobt. Das Thema Nachhaltigkeit steckt da bereits in der DNA der Uni, die 1971 noch als Kasseler Gesamthochschule an den Start geht. Sie will Menschen auch ohne Abitur ein Studium ermöglichen und das soll vor allem praxisnah sein. Ein Experiment, das heute seinen 50. feiert. Für eine Hochschule ist das noch nicht so alt. Erst 1987 entsteht der Zentralcampus am Rande der Kasseler Innenstadt. Wir haben uns gerade abgewöhnt zu sagen, wir sind eine junge, dynamische Universität. Wir haben uns fest vorgenommen, das nie wieder zu sagen. Ganz jung sind wir nicht mehr. Wir sind zu einer Universität geworden, so wie sie im Kanon der mittelgroßen Universitäten sich jetzt etabliert hat. Und das ist schon mal eine tolle Leistung. In den letzten 15 Jahren stieg die Zahl der Studierenden von 16 auf heute 25.000. Auch weil das Angebot den Nerv der Zeit trifft. Schon seit Mitte der 90er beschäftigt man sich hier beispielsweise mit nachhaltiger Landwirtschaft. Die Uni Kassel, ein Magnet. Als ich rausfand, dass es eine der besten Institutionen in Sachen Forschung sein soll, bin ich hierher gekommen. Kassel hat tolle Sachen, die man sich angucken kann. Hier ist Kultur, hier ist Leben. Es ist ein bisschen, also für mich persönlich ein bisschen versteckt. Man muss dahinter kommen, aber wenn man das dann irgendwie für sich selber aufgebrochen hat, toll, dann macht es wirklich Spaß. Und in der Forschung geht einiges. Professor Thomas Niendorf und seine Studierenden beschäftigen sich mit 3D-Druck von Metallen. Aus einem Computermodell kann quasi jede gewünschte Form entstehen. Hier bauen wir wie im Lego-Prinzip unsere Werkstoffe, unsere Bauteile modular zusammen, wie wir sie nachher in der Funktion brauchen. Theorie und Praxis liegen an der Universität Kassel stets nah beieinander. Das prominenteste Beispiel SMA. Der nordhessische Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaik entstand aus einem Uni-Projekt. 2013 wird Kassel als Gründerhochschule ausgezeichnet. Da haben Studierende schon 2 Oscars für 2 Trickfilme in der Tasche. 50 Jahre Uni Kassel sind 50 Jahre gute Ideen, so nachhaltig wie die Biotonne. Um die Documenta kümmert man sich auch und hat schon das nächste halbe Jahrhundert im Blick mit der Gründung eines Zentrums für nachhaltige Entwicklung. Wir müssen jetzt was tun, und zwar jetzt. Und wenn Wissenschaft dazu was beitragen kann, und ohne Wissenschaft geht das nicht, da werden wir diese Welt sozusagen nicht mehr retten können, so wie wir sie kennen, dann müssen wir jetzt damit anfangen. Ja, und wo wir schon über die Nachhaltigkeit sprechen, übermorgen werden Vertreterinnen und Vertreter der ganzen Welt darüber reden, nämlich bei der Weltklimakonferenz. Es braucht grenzüberschreitende Lösungen, klar, aber auch gute Ideen vor Ort. Und solche aus Hessen stellen wir vor, die ganze Woche schon. Heute geht es um den öffentlichen Nahverkehr. Der soll ja bekanntlich attraktiver werden, auch flexibler. Am besten auch noch buchbar, alles in einer App. Und ja, das geht. Wenn Rafakat Ahmad morgens in seinen Elektro-Minibus steigt, hat er keine Ahnung, wo es für ihn hingeht. Es ist immer unterschiedlich, weil die App mir sagt, was mich heute erwartet. Und deswegen ist sie jedes Mal eine Überraschung. Rafakat fährt im Landkreis Offenbach einen Elektro-Minibus. 150 davon sind in verschiedenen Landkreisen im Rhein-Main-Gebiet unterwegs. Und sie machen etwas völlig Neuartiges. Die Minibusse fahren nicht nach Fahrplan. Eine App bestimmt den Weg. On Demand, auf Abruf, heißt diese Art des ÖPNV. Unser Ziel ist es, mit den On-Demand-Systemen die Menschen nicht von Haltestelle zu Haltestelle, sondern von Haustür zu Haustür zu befördern. Eine Ergänzung im Ballungsraum zu sein, insbesondere in Schwachlastzeiten, abends, morgens, nachts, hier ein Angebot bis zur Haustüre zu liefern. Möglich wird das durch eine komplexe App. Und die wird hier entwickelt, in der Softwarefirma Eoki. Über 100 Verkehrsexperten, Mathematikerinnen, Modellierer und Entwicklerinnen arbeiten an dem Algorithmus. Und so funktioniert das System. Gerade sind wir in der RMV On-Demand-App und ich buche jetzt mal exemplarisch eine Fahrt in Taunusstein. Das ist ganz einfach, man gibt Start und Ziel ein und dann kriege ich einen Fahrtvorschlag gemacht. Und da sehe ich dann hier die Zusammenfassung, also ich muss um 15.49 Uhr losgehen zur Haltestelle am Sonnenhang 2, kann dann auf Buchen klicken und dann sucht der Algorithmus eine Fahrt und bucht die auch in wenigen Sekunden für mich. In Sekundenbruchteilen berechnet der Algorithmus den besten Weg für Fahrer und Passagier und optimiert bei mehreren Passagieren die Route. Das spart Ressourcen. Und statt ein paar Haltestellen, wie bei einem normalen Linienbus, gibt es hunderte Haltepunkte.
Er kommt immer pünktlich und holt mich direkt von zu Hause und bringt mich direkt zur Arbeit. Und mir ist ganz wichtig, auch zeitlich kann ich mir Zeit ganz gut planen. Die Busse sind eine Ergänzung im Verkehrsnetz. Sie schließen die Transportlücke zwischen dem eigenen Zuhause und dem regulären ÖPNV, wie zum Beispiel S-Bahnen. Kunden zahlen einen Aufpreis von 1 Euro auf das normale Ticket. Ein großer Vorteil, die Schnelligkeit. Und unsere Plattform ist in der Lage, innerhalb von weniger Tage sich auf die lokalen Bedürfnisse zu adaptieren. Und dementsprechend bedarf es eigentlich im Vergleich zu einer Schieneninfrastruktur, die über 10 Jahre für eine Planung bis zum Rausrollen benötigt, bei uns nur ganz wenige Tage, bis das System zum Einsatz kommen kann. Bahnschienen. Sie sind das traditionelle Rückgrat des öffentlichen Verkehrs. In der Vergangenheit wurden in Hessen einige Verbindungen stillgelegt. Für eine erfolgreiche Verkehrswende wird jetzt geplant und geprüft, welche Schienen wieder reaktiviert werden können. In Hessen gibt es aktuell 15 solcher Projekte. 3 sind in konkreter Planung. Bei einem wurde eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen. Und bei 11 weiteren stehen gerade Machbarkeitsstudien an. Aber es dauert. Häufig über 10 Jahre, bis dann wirklich wieder Züge rollen. Viel zu lang, um eine schnelle Verkehrswende zu schaffen. Die Gründe? In aller Regel sind ja solche Bahnstrecken jahrzehntelang nicht in Betrieb. Sie sind zwar noch da, aber im Prinzip ist das quasi wie ein Neubau. Man muss nicht nur die Strecke wieder freischneiden, man muss im Prinzip alles neu aufbauen, muss auch klären, wo die Haltepunkte hinkommen. Und am Ende ist das Schwierigste eigentlich, dass man diese ganzen vorgeschriebenen Verfahren, die der Bund eben als Regeln vorgegeben hat, nach und nach abarbeiten muss. Und das dauert unfassbar lange. Aber auf der Schiene kann es auch schneller gehen. Mit diesen Zügen will der Rhein-Main-Verkehrsverbund etwas wagen, was weltweit einmalig ist. Die größte Zugflotte, die mit Wasserstoff fährt. Ab 2022 sollen 27 Brennstoffzellenzüge rund um Frankfurt und den Hochtaunuskreis fahren, als Ersatz für Dieselzüge. Der Auftrag hat ein Volumen von 500 Millionen Euro und die Züge sollen 19.000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Aus unserer Sicht ist Wasserstoff ein wirklich interessanter Baustein für die Energiewende. Und wir werden Bereiche haben, wo wir auch Wasserstoff zum Einsatz bringen müssen. Und ich glaube, zum Beispiel Luftverkehr, da wird man die hohen Energiedichten, die ein Flugzeug braucht, um fliegen zu können, ohne jetzt eine riesen Batterie an Gewicht mit dabei zu haben, glauben wir, dass über den Weg Wasserstoff hin zu Power to Liquid, also Kraftstoffe, flüssige Kraftstoffe aus Strom, dass wir das brauchen werden. Kraftstoff aus Strom? Genau das soll auch hier im Industriepark Höchst gemacht werden. Noch steht die Anlage nicht. Ab 2022 werden in solchen Containern aus Strom, Wasserstoff und CO2 Kraftstoffe hergestellt, sogenannte E-Fuels. Die sind CO2-neutral, weil nur so viel CO2 ausgestoßen wird, wie zuvor hinzugefügt wurde. Die Lufthansa sieht in dieser Kraftstoffart einen wichtigen Baustein, um Fliegen grüner zu machen. Die gesamte Branche hält diese Kraftstoffe für sehr wichtig und setzt sich auch Ziele, wie wir halt mehr von diesen Kraftstoffen einsetzen können. Und insofern, also momentan haben wir einen Verbrauch von ungefähr 0,01% des Kerosinverbrauchs weltweit. Das ist noch winzig und wir müssen jetzt ohnehin alle zusammenhelfen, die Industrie, aber auch die Politik, dass eben diese Kraftstoffe mehr verfügbar sind. Ob Straße, Schiene oder Flugzeug. Es wird viel Geld in die Hand genommen, um die Verkehrswende zu schaffen. Eigentlich haben wir gedacht, dass wir heute Abend wissen, wer der neue Intendant oder die neue Intendantin des Hessischen Rundfunks wird. Verzögert sich aber. Nochmal Nachrichten mit Claudia. Die Entscheidung des Rundfunkrates geht Anfang Dezember in eine zweite Runde. Die zwei wollten es werden. Neue Intendantin oder neuer Intendant des Hessischen Rundfunks. Stefanie Weber, derzeit HR-Betriebsdirektorin, und Florian Hager, derzeit stellvertretender ARD-Programmchef. Hinter verschlossenen Türen gab es beim HR-Rundfunkrat gleich 3 Wahlgänge, die alle unentschieden 16-16 ausgegangen sind. Also Sie wissen, dass andere Rundfunkanstalten 7 und 8 Wahlgänge hatten, von daher waren wir noch richtig gut. Aber das ist ein frei bestimmtes und gewähltes Parlament, wenn Sie so wollen, der Rundfunkrat. Und von daher ist jeder Einzelne in seiner Stimme gleichbedeutend. Und deswegen ist bei einer
Zahl von 32, die der Gesetzgeber uns vorgegeben hat, ein PAD selbstverständlich möglich. Die Entscheidung wurde nun auf den 3. Dezember vertagt. Stefanie Weber und Florian Hager haben eine Bedenkzeit bekommen, ob sie sich nochmal zur Wahl stellen wollen. Die Rundfunksratmitglieder können außerdem neue Kandidaten vorschlagen. Am Frankfurter Flughafen sind heute Dutzende Flüge ausgefallen. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten des Dienstleisters Visag zum Warnstreik aufgerufen. Rund 200 Beschäftigte des Bodenpersonals und des Passagierservice zogen am Vormittag vor das Terminal 2, um ihren Forderungen im Tarifstreit Nachdruck zu verleihen. Sie fordern eine Corona-Prämie von netto 1.500 Euro plus 90 Euro mehr im Monat. Das Unternehmen kritisierte den Warnstreik als vollkommen unangemessen und unverhältnismäßig. Und das war's von den Nachrichten, Daniel. Dankeschön, Claudia. Ja, Wachteleier, die gelten für viele als Delikatesse, aber für die Brüder Kai und Jens Peppler aus dem Vogelsberg sind sie mehr, nämlich eine Leidenschaft. Früher haben die beiden als Hobby Hühner gehalten, aber dann traten irgendwann Wachteln in ihr Leben und heute sprechen sie von Wachtelglück. Und ein besonderer Glücksmoment ist, wenn diese kleinen Schlüpfen aus diesen kleinen Eiern, die sind so groß, nicht mal größer als eine Hummel. Geschlüpft sind sie erst vor wenigen Stunden. Wachtelküken, nur wenige Zentimeter klein. Sich aus dem Ei zu pellen, ein großer Kraftakt für die Küken. Und für die Züchter Kai und Jens Peppler aus dem Vogelsberg immer wieder ein Erlebnis. Ja, alleine die, Geburt, wie die Wachtel dann zur Welt kommt, das ist total faszinierend. Und wie schnell die Wachteln dann wachsen, dass sie innerhalb von 6 Wochen schon Eier legen. Und das geht total schnell und das ist total faszinierend an der ganzen Sache. Zu sehen, wie sie schlüpfen, das Aufwachsen und die vielen Farbgebungen, die es mittlerweile auch gibt, das ist natürlich auch ein Faktor, was da wirklich Spaß macht. Vor 8 Jahren haben die Brüder mit der Wachtelzucht angefangen. Aber die Liebe zum Federvieh wurde ihnen quasi ins Nest gelegt. Mein Vater hat mit Kanarienzucht schon sein Leben lang zu tun, sage ich mal. Und das hat uns generell fasziniert. Und da haben wir in 2013 dann einfach mit 5 Wachteln mal angefangen. Einfach der Eier wegen. Und das war total faszinierend. Wir wollten dann da einfach aus dem Hobby heraus ein paar Wachteln züchten. Wir haben dann halt gemerkt, irgendwann, ja, die Nachfrage ist da. Die Leute wollen Wachteleier haben oder auch Wachteln selber. Und dann wurden es 150, 300, 500 und mittlerweile sind wir irgendwo bei 5000 Tieren mit Jungtieren. Nach etwa 6 Wochen kommen die Wachteln in solch eine Voliere zum Eierlegen. Lange haben die Brüder getüftelt, um die Käfige wachtelgerecht zu machen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Waldbodeneinstreu eingestreut. Das ist ziemlich effektiv, das kann halt mal nass werden. Und da können sie einfach mit der Hake mal durchhaken. Und da fühlen sie sich wohl, weil sie einfach scharren können, Sandbäder aufstellen, wo sie einfach mal das Gefieder pflegen können. Das ist halt wie wenn wir uns, sag ich mal, waschen oder baden und da machen die ihre Gefiederpflege mit. Zunächst haben sie nur die Wachteln und Eier verkauft. Vor 2 Jahren kamen sie auf die Idee, Produkte für Hobbyzüchter zu entwickeln. Ja, also wir haben zum Beispiel eine eigene Marke, Wachtelglück nennt die sich. Und da sind wir natürlich stark. Wir haben da verschiedene Produkte wie Krittsteine oder Futter, was wir selbst eben entwickelt haben mit Partnern, wo wir die Rezepte dann zusammengestellt haben und halt mehr auf Wachteln ausgelegt. Ihre Produkte verkaufen sie inzwischen auch nach Russland, in die USA oder sogar bis nach Australien. Der Markt boomt. Mittlerweile machen sie rund 1 Million Euro Umsatz im Jahr. Dass immer mehr auf den Geschmack kommen, wundert Jens Peppler nicht. Und wie schmeckt das? Eigentlich nussiger und schöner wie ein Hühnerei, schön fein. Schmeckt deutlich besser wie Hühnerei. Zum Erfolg mit Wachteln, passenderweise im Vogelsbergkreis. Ja, und was macht dieses Bild mit Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Ich denke da ehrlich gesagt ja, an Duft von Glühwein, an Advent, aber auch an kalte Füße. Ist eben alles untrennbar miteinander verbunden und mit dem Weihnachtsmarkt. Geht aber auch ganz anders, einfach früher. Ohne Advent, ohne kalte Füße, aber mit
Glühwein, und zwar jetzt schon. Jakob Schaumann ist auf Hessens höchstem und wohl frühesten Weihnachtsmarkt in Frankfurt. Wo genau in Frankfurt? Ja, hoch über den Dächern von Frankfurt, kann man sagen. Auf dem Parkhaus von der Konstabler Wache mit Skyline-Blick. Wir sehen es also, schöne Aussicht, die man hier auch noch hat. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin noch nicht so wirklich in Weihnachtsstimmung. Habe heute Mittag schon mal versucht, mit Weihnachtsliedern mich so ein bisschen in die Stimmung reinzubringen. Jasmin Ziegler ist die Veranstalterin. Vielleicht sind Sie etwas mehr schon in Weihnachtsstimmung. Ich bin auf jeden Fall schon in Weihnachtsstimmung. Aber wenn man sich hier mal umguckt, es sind alle schon in Weihnachtsstimmung. Und wir mussten unbedingt den Weihnachtsmarkt so früh eröffnen. Man sieht, die Leute möchten raus. Ja, vielen Dank. Dann sage ich mal, gutes Gelingen des Weihnachtsmarkts dieses Jahres. Und in den vergangenen 2 Jahren hat es natürlich die ganz besonders hart getroffen. Die Schausteller sind, die Budenbesitzer sind und die vor allem froh sind, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Die Kundschaft, die wartet auch schon. Nicola Smith, Frau Smith, endlich wieder verkaufen, endlich wieder Kundenkontakt. Wie ja, ist das? Wir sind endlich zurück. Wir freuen uns, wieder im Menschenkontakt zu stehen. Zum Wohl der Herr, hoppla. Und sind einfach dankbar, dass es jetzt entweder ein bisschen zurück in die Normalität geht, wir das Ganze feiern können mit den Kunden und den Leuten, wo hier sind, dass wir ein schönes Weihnachtsfest kriegen, gell? Dann sage ich mal, viel Spaß, viel Erfolg und ja, natürlich, Sie haben es gerade schon gesehen, es sind auch schon ein paar Leute da. Ich gehe jetzt zu einem hin, die Freunde, die waren etwas gemein und haben gesagt, ich soll ihn mal ansprechen, der weiß noch nichts davon. Der Marco aus Frankfurt, der weiß noch nicht, dass wir kommen. Marco, schon in Weihnachtsstimmung? Auf jeden Fall. Seit September schon am Lebkuchen kaufen. Dann frage ich mal in die Runde, wie sieht es bei den anderen aus? Im Oktober schon auf dem Weihnachtsmarkt, hat man da schon Weihnachtsmarkt-Feeling? Also ehrlich gesagt, so langsam schon. Ich meine, die Lichter sind hier alle an, wir trinken Glühwein. Das könnte nicht besser sein, würde ich sagen. Wie sieht es da aus? Also ich muss sagen, ich war wie jedes Jahr ein bisschen überrascht davon, dass in Supermärkten jetzt schon wieder alles zu kaufen gibt. Aber jetzt so langsam, wie sie auch sagt, mit dem Weihnachtsmarkt, mit der Stimmung, toll beleuchtetes Rentier, da geht's dann los. Ja, vielen Dank. Also, wir sehen, so langsam kommt bei den Leuten zumindest die Weihnachtsstimmung an. Ich muss gestehen, ich habe bisher nur Kinderpunsch getrunken. Es gibt aber an jedem Stand auch Glühwein. Vielleicht trinke ich jetzt den einen oder anderen und vielleicht komme ich dann so ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung, auch wenn es erst Ende Oktober ist. Danke, Jakob. Und uns bleibt nur noch... Ja, tschüss zu sagen. Sagen wir. Aber da gehen wir auch mal hin zum Weihnachtsmarkt. Ich wäre dabei, auf jeden Fall. Jakob führt uns durch. Tschüss. Tschüss.